Seit über 20 Jahren bin ich auf Mittelaltermärkten in Deutschland und in Europa unterwegs und beobachte immer mehr, dass Menschen sich für diese Art von Märkten begeistern lassen. Aber das sind ja nicht nur die Hardcore-Fans, sondern auch ganz normales Publikum, wie du und ich, kommen mit ihren Kindern dahin. Und das ist jetzt so, also als ich angefangen habe, war das so ungefähr, dass man am Wochenende in der Saison 2 bis 3 Termine hatte. Und die Saison ging los im April, Anfang Mitte April bis Ende September, und dann war schon so ungefähr vorbei. Mittlerweile ist es so, dass die Saison auch ein ganzes Stück eher losgeht, teilweise schon im Februar und geht fast bis Weihnachten durch. Und was dann auch noch ist, jetzt sind an einem Wochenende bis zu 30 Terminen, die da stattfinden, gleichzeitig, ne, in verschiedenen Orten, ist ja klar. Aber das ist halt in Deutschland weit so sehr ist es auch angestiegen und angezogen, die ganze Sache. Warum ist das denn eigentlich so? Was ist daran faszinierend? Das wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr vertiefen. Da gibt es dann auch Lagergruppen. Und diese Lagergruppen, die kommen dann komplett mit Kind und Kegel das ganze Wochenende, bauen da Zelte auf und versuchen historisch original zu leben, so wie es früher eben gewesen ist. Allerdings mit den hygienischen Gegebenheiten der heutigen Zeit. Ne? Selbstverständlich, weil na, sonst, das wäre nicht ganz so lustig. Und dann findet man da dort auch Gaukler und Fakir, Feuerspucker, Jonglage, dann gibt es Bauchtänzerinnen und da wird das Volk unterhalten mit viel Freude und Jubel und Händegeklapper. Die Veranstalter achten auch immer mehr darauf, dass es kinderfreundliche Veranstaltungen sind, also mit Kinderschminken, Ponyreiten, Kamelreiten und auch anderen Animationen eben speziell für die Kinder, dass da was getan wird, auch für die Familien, dass es einfach auch so ein bisschen familiäre Geschichte ist und sowas. Das ist sehr angenehm. Und dann gibt es ja noch die Märkte, also den Marktbereich da, wo das Handwerk dann stattfindet. Also da gibt es Korbflechter und dann gibt es auch Glasbläser. Da gibt es natürlich auch sowas wie Bunzieren. Bunzieren, das wird man mit einem Metallstück und einem Hammerchen und dann wird dann Leder bunziert oder auch Metall bunziert. Das kommt immer darauf an, was kann eben auch. Ne? Dann gibt es noch andere Geschichten, die man machen kann. Das sind dann Korbflechter, ne? Und dann so verschiedenste Handwerkssachen, die es fast nicht mehr gibt. Die werden eben da dort gezeigt und sehr schön demonstriert. Man kann auch mit den Akteuren da dort oder mit den Mittelaltermenschen, da kann man auch sehr gut sich unterhalten und sich auch was zeigen lassen. Bei manchen gibt es dann auch Mitmachaktionen, ganz speziell für Kinder wird das auch sehr oft angeboten. Ja, und dann kommen wir mal zur Musik. Musik wird da dort auch auf den unterschiedlichsten historischen alten Instrumenten gemacht, auch mit den alten Melodien und auch den Texten. Manchmal wird es ein bisschen abgewandelt, das kommt immer darauf an, wie schwer man es noch verstehen konnte, weil die Sprache war ja noch nicht einheitlich gewesen zu dieser Zeit. Aber so im Großen und Ganzen ist es auch immer sehr unterhaltsam, auch mal was zu hören, was man nicht alltäglich sich hört, ne? Also die Sackpfeifen und sowas. Und dann ist ja noch der ganz normale Markt, also die Handwerker, die dort sind, oder auch Händler, gibt es ja auch. Da gibt es angefangen vom Leder, der Ledersachen hat, Lederschuhe und Gürtel und Haarspangen, aus was man, verschiedenste Sachen, die man eben aus Leder herstellen kann. Ja, dann gibt es natürlich auch Schwerter und Rüstungsteile und Schilde und dann auch unser Gewerk, ne? Also wir machen Gewandungen und also mittelalterliche Kleidung und das gibt es dann dort auch zu kaufen. Und auch zu bestaunen. Ne? Also ja, dann fürs leibliche Wohl wird da auch gesorgt. Da gibt es dann Garbräter. Das sind welche, die dann mit Fleisch umgehen. Also für die, die es deftig mögen, die finden da dort sehr schön was. Aber auch für die, die es eben nicht so deftig mögen und die vegetarisch sind. Also da gibt es Reis und Gemüsepfannen. Da gibt es Crepe. Da gibt es Stockbrot, Knoblauchbrot. So und eben auch was Süßes. Gibt es natürlich auch, wie schon erwähnt, Crepe. Und dann eben ja, Bonbons, Bonbonmacher gibt es sehr oft da auch. Dann gibt es auch orientalische Früchte, die es ja auch von gewissen Richtungen, Geschmacksrichtungen gibt. Von süß bis salzig und sauer und sowas in dieser Art, wie es halt einem auch mundet, sage ich jetzt mal. Ja, und dann gibt es ja auch bei diesen Tavernen, da kann man auch mal Met ausprobieren oder bei den Kaffeebars gibt es dann Mokka-Häuser und sowas, also Stände, keine Häuser, sondern Stände. Und bei denen ist es so, dass man dann sich auch mal hinsetzen kann und dann unterhält man sich einfach mit seinen Freunden oder man lernt eben neue kennen. Und was dann auch noch sehr schön ist, man kann mal das Handy auslassen und auch das Co., was dazugehört, die ganzen Spielsachen, sondern man ist einfach mal zwischenmenschlich auch da ein bisschen unterwegs, was ja auch sehr schön und interessant ist und auch eben auch mal ein bisschen den Horizont erweitert. Ja? Ja, und viele Veranstalter verzichten natürlich auch nicht auf die Ritter.
nicht immer zu Pferde, was sehr schön ist, aber es gibt halt eben auch immer Ritterkämpfe, also da verzichtet eigentlich keiner drauf, weil das ist einfach so eine Attraktion, das ist so, das gehört einfach dazu, ne? Das ist halt so wie die Butter aufs Brot, sage ich jetzt mal, ne? Und dann, wenn es abends wird, dann ist auch noch sehr schön, dann werden dann die Feuerkörper angemacht. Und das gibt dann so richtig eine gemütliche, heimelige Situation, wo du sagst, hey, cool, das ist hier, fühlt man sich wohl, dann gibt es abends die Konzerte und dann wird getanzt und gesungen und gelacht und ja, gibt halt so wirklich Stimmung, ne, bei den ganzen Sachen. So, und dann, ja, so eine Veranstaltung kostet halt eben auch richtig Geld, deswegen muss man auch Eintritt zahlen. Aber wenn ich das jetzt mit dem Kinobesuch vergleiche, dann muss ich halt sagen, nach meinem Kinobesuch geht man meistens nach 2 Stunden raus. Und da dort kann ich den ganzen Tag verbringen bis spät abends, ne? Und bezahle nur ein einziges Mal Eintritt. Also die Relation zum Kinobesuch, dadurch ist das eigentlich, ja, die Relation ist halt nicht so richtig gegeben. Also wenn man dann mal eintauchen will in so eine außergewöhnliche Zeit, ne, wo dann Ritterturniere stattfinden, wo Axtwerfen ist, wo Bogenschießen ist, ja, da kann man ja auch mitmachen dann selber. Das ist ja nicht nur eine Sache für die anderen, sondern man kann sich da auch selber mit betun. Ja, wo Prinzessinnen sind, ne? Wo Jost ist, ja, und ja, wo man auch so ungewöhnlich gekleidete Menschen sieht mit ungewöhnlichen Handwerken, die eben auch gezeigt werden. Dann sehen wir uns vielleicht mal auf dem nächsten Mittelaltermarkt wieder. Vielleicht treffen wir uns auch mal dort. Sehr gerne, kannst du dabei mal vorbeikommen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich dich einladen, auch mal bei mir auf der Webseite zu schauen. Ich bin der Thomas von Blau-Druck-Reitz und wir lieben das Mittelalter. Ciao.